Der Krebs hat mich im Griff und ja, das ist erstmal so ein Fall in bodenlose Tiefe. Also ich kann nur jedem raten, jedem jungen Menschen, dass er sein Leben in die Hand nimmt und dass er wirklich Dinge macht, auch Mut hat, ungewöhnliche Dinge zu machen. Wie das dann bei mir sein wird, ich hoffe, dass dann meine Kinder dabei sind. Das wünsche ich mir dann. Ja. In diesem Video geht es um das Thema Tod. Wir alle werden früher oder später irgendwann sterben müssen. Und wie es nach dem Tod aussieht oder weitergeht, das weiß keiner von uns so hundertprozentig. Ich bin mal ziemlich auf eure Antworten gespannt, auf die Frage, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr wüsstet, dass ihr nicht mehr lange zu leben habt? Was würdet ihr machen? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich hätte ziemlich viel Angst auf jeden Fall und ich wäre wahrscheinlich auch ziemlich traurig. Heute werde ich Hermann treffen. Er wird bald sterben, das ist sicher. Und ich darf ihm aber vorher noch ein paar Fragen stellen. Und darüber bin ich sehr glücklich. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, diesen YouTube-Kanal noch aktivieren. Und ich werde mich jetzt aber auf den Weg machen und Hermann treffen. Hallo Hermann, ich grüße dich. Ja, alles klar, hallo. Soweit? Ja, im Moment geht es mir ganz gut, ja. Umständen entsprechend. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich jetzt noch gar nicht kennen? Also ich bin Hermann, ich bin 65 Jahre alt und ich bin jetzt hier seit Anfang Juli. Ich bin vom Beruf Arzt, also praktischer Arzt. Und ich habe auch bis zuletzt als Arzt gearbeitet. Ich habe in einer Ambulanz für Drogenabhängige gearbeitet. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht. 25 Jahre. Wann hast du aufgehört damit? Das war im Juli 2018. Mhm. Ja. Okay, also jetzt seit 3 Jahren hast du da ein bisschen Ruhe. Ja, ja. Das ist 3 Jahre her. Und dann wurde auch klar, dass ich Krebs habe. Da wurde die Diagnose gestellt. Das wurde durch Ultraschalluntersuchungen festgestellt. Wie spürt man das denn? Also hast du... Also ich hatte eigentlich keine Symptome. Aber ich habe eine Ultraschalluntersuchung gemacht bekommen. Vom Bauch. Und da wurde eben entdeckt, da ist etwas, was nicht sein sollte. Im Bauch? Hatte ich einen Tumor in der Leber. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ja, Krebs ist natürlich immer so ein Thema, wo direkt alle Ausrufezeichen angehen. Ja, natürlich. Ja. Was hast du dann für Möglichkeiten gehabt? Also da wurde schon an mir behandelt. Ich war sehr lange in der Uniklinik. Und zwar wurde da ein radioaktiver Stoff da bis in meine Leber gebracht mit einem Katheter. Und da in die Nähe von dem Tumor reingespritzt mit der Hoffnung, dass der durch die radioaktiven Substanzen, dass der da sich verkleinert. Das ist auch passiert. Der wurde so klein, dass sie dann sagten, ja, jetzt können wir den operieren. Aber dazu kam es dann leider nicht mehr. Weil dann ist mir aber ein paar Monate später das Schlüsselbein gebrochen bei einer Aktion. Da hätte es niemals passieren dürfen. Das ist dadurch passiert, dass da der Krebs schon im Knochen war. Und dann war für mich klar, dass ich das mit dem Krebs nicht mehr schaffe. Also der hatte metastasiert und dann war auch keine Operation mehr angezeigt. Also der hat sich verteilt durch deinen Körper? Also das war der Moment, wo mir klar wurde, ich schaffe das nicht. Der Krebs hat mich im Griff. Und ja, das ist erstmal so ein Fall in bodenlose Tiefe. Hast du das Leuten erzählt? Hast du das deiner Familie erzählt? Ja, natürlich. Ich habe das allen erzählt. Also meine Kinder waren die ganze Zeit bei mir. Das war großartig. Die haben mich hervorragend gestützt. Also die haben mir auch die Kraft gegeben, dass ich da jetzt nicht in Verzweiflung versinke.
Ja, aber die Sorgen und die Ängste sind dann schon groß, wenn man das ja, nicht mehr in der Macht hat. Ja, natürlich, weil ich bin ja Mediziner. Mir war klar, was das bedeutet. Ach, weil du selber Arzt bist, hattest du das so ganz natürlich. Rational vor Augen? Okay. Ja. Also es macht keinen Sinn, mir irgendwas vorzumachen. Das ist Quatsch. Ja, ist natürlich krass. Also auch gerade für die Zuschauer, die uns jetzt gerade zugucken, spannend, das mal mitzubekommen, dass du als Arzt das Ganze halt durch Ärzteaugen, dich selbst als Patienten durch Ärzteaugen betrachtest, weil man ja eigentlich als Mensch immer diesen Wunsch oder diesen letzten Funken Hoffnung hat. Und auch wenn das als Patient oft keinen Sinn macht. Ja. Und den hast du dir halt dann selber auch genommen, weil du selber... Ja, natürlich, da klammere ich mich nicht dran, weil das wird mich auffressen. Denn das ist ein Zustand, wenn man denkt, es wird nur irgendwie noch gut werden. Aber es wird nicht mehr gut werden. Es hat sich auch bestätigt. Hm. Also, ich hatte da noch mehrere Operationen nach dem Schlüsselbein hier. Ich hatte hier einen Tumor auf der Stirn, einen großen Tumor. Das war eine Krebsmetastase dann auch. Okay. Und das war eine richtig aufwendige Operation. Die haben dir da was draufgenäht, oder? Also der Tumor hat schon den Knochen hier auf der Stirn zerfressen. Da war so ein Loch, der ging schon in den Schädel rein, bis in die Nähe vom Gehirn, hat aber das Gehirn nicht erreicht. Ach, das heißt, das, was da fehlt bei dir, das ist nur Knochen? Also da ist ein Loch drin, also muss man sich so vorstellen, der Knochen ist nicht mehr da, der Stirnknochen, der ist weg. Also da ist jetzt ein Loch bis rein zum Schädel. Okay. Ja, also das war eine ziemlich komplizierte Operation. Wie schmerzhaft ist das, wenn der Krebs da im Knochen ist? Also den habe ich nicht gemerkt. Der hat keine Schmerzen verursacht. Aha, okay. Nee. Das heißt, du hast da irgendwann mal hingefasst und da war kein Knochen mehr? Ja. Dann bist du zu den Ärzten? Ja. Als ich das MRT-Bild sah da von dem Schädel, das sah so fürchterlich aus. Da habe ich die Krise bekommen. Oh. Und dann haben schon einige Chirurgen abgewunken und gesagt, das operieren sie nicht. Also das ist ihnen zu gefährlich, dass ich da eine Blutung bekomme, die sie dann nicht mehr in den Griff bekommen. Ja. Dann hat sich da eine Neurochirurgin bereit erklärt, das zu machen. Also eine außerordentlich virtuose Frau, also die fantastisch fachlich ist. Und die hat das gemacht. Ja, der bin ich ewig dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, das zu machen. Ja, bei solchen Operationen kann viel schief gehen. Ich wurde in meinem Leben schon 8-mal operiert und manchmal, ich weiß, dass jedes Mal auch so ein bisschen ein Spiel mit dem Leben ist, gerade wenn es um Blutverlust geht oder Geschichten am Gehirn, sind natürlich noch mal viel sensibler. Aber stört dich das, so wie es jetzt operiert wurde? Nein, ich bin froh, die hat das gemacht, weil ich das war dann irgendwie, da kam immer so Sekret raus aus der Wunde. Und das hatte ja Verbindung mit dem Schädelinneren. Und das war so ein bisschen eitriges Sekret, da war die Gefahr, dass das aufs Gehirn überspringt. Ja. Und dann wäre ich jetzt Matsche. Oh, wenn dann die Bakterien da im Gehirn sind, dann könnte ich jetzt heute nichts machen mehr. Ja, aber du bist ja gedanklich komplett fit. Ja, ich bin von dem her, das funktioniert. Ja. 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 Klar, wow. Ja, das ist eine der wenigen Dinge, die noch funktionieren bei mir. Okay. Wo hast du jetzt aktuell überall Krebs? Also ich hatte an mehreren Stellen Krebs. Also das wurde schon früh erkannt, da wurde ich geröntgt. Ich hatte einen Lendenwirbel. Der war zerstört und dann drohte bei mir, dass die Wirbelsäule abrutscht. Also da hat eine Querschnittslähmung gedroht. Ja, und dann haben die mich operiert in der Orthopädie. Die haben mir dann
so ein Gestänge eingebaut in der Wirbelsäule. Und das ist jetzt stabil, das glaubt man kaum, dass das so funktioniert. Aber das sind eben Uniklinik Köln, die haben so fantastische Chirurgen da. Ja, du hast ja auch eine gute Zeit für den Kram hier ausgesucht, weil vor 50 Jahren wäre das noch deutlich komplizierter gewesen wahrscheinlich. Ja, da wäre das, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, das zu machen. Ja. Also das hat alles gut funktioniert und ich kann jetzt rumlaufen. Also das ist für mich ein Riesengeschenk, dass ich eben nicht jetzt wie du im Rollstuhl sitzen muss. Ja, das glaube ich. Okay, also ich muss ja für mich immer sagen, an meinem Körper wurde schon super viel geschnippelt, gemacht, damit es irgendwie immer ein bisschen besser wird. Und es gibt immer Sachen, die sehen dann halt nicht normal aus oder wunderschön, entsprechen nicht diesen Schönheitsidealen. Mir persönlich ist das nicht so wichtig, wenn es am Ende funktioniert. Das heißt, wenn ich mein Bein hochheben kann, bin ich glücklich, weil es gerade gemacht wurde, sodass das alles wieder gut, funktioniert. Super. Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, die Funktionalität ist ja eigentlich immer das Wichtigste erstmal. Ja, absolut. Ja, ne? Wie gesagt, ich kann jetzt so ein bisschen rumlaufen. Ja. Das funktioniert, aber ich komme die Treppe nicht mehr hoch. Das schaffe ich nicht mehr. Ich bin so schwach geworden. Das ist unglaublich. Okay. Wie fühlt sich Krebs an? Sind das Schmerzen oder merkst du einfach, dass du schwächer bist? Ja, ich hatte viele Schmerzen. Ich hatte Muskelschmerzen, Knochenschmerzen. Ich habe monatelang nicht schlafen können wegen der Schmerzen. Mhm. Und dann wurde ich auf Morphium eingestellt. Das war ein Segen für mich. Ja. Das sind Schmerzen. Und dann waren die Schmerzen weg und ich konnte endlich mal wieder schlafen. Ja. Ich habe keine Nacht geschlafen, ewig lange. Ja. Okay, Hermann, warum bist du jetzt hier? Weil wir haben uns ja hier bei dir in deinem Zimmer im Hospiz getroffen. Ja. Warum bist du hier? Also ich bin jetzt hier, weil ich nicht mehr in meiner Wohnung sein kann. Mhm. Weil das funktioniert nicht mehr. Weil ich eben da, wie gesagt, zu schwach bin, da hochzukommen. Dann habe ich gesagt, also ich brauche irgendeine Hilfe jetzt für die Zukunft. Also ich weiß ganz genau, der Krebs, der zehrt mich aus, der holt mich. Und also meine einzige Chance ist sowas wie ein Hospiz. Also ich habe damit gerechnet, Anfang Juli, dass ich dann bald die Löffel abgebe. Ja gut. Ja, weil das hat sich so derartig verschlechtert in meinem allgemeinen Zustand. Jetzt bist du halt schon 2 Monate drüber, ne? Ja. Ist dein Plan nicht ganz aufgegangen? Es hat sich enorm verbessert, mein Zustand. Okay, was sagen Ärzte, wenn du mit denen sprichst? Wie lange hast du noch zu leben? Tja, das ist eine schwierige Frage. Also so lang wie der liebe Gott mich jetzt leben lässt. Also, das kann keiner beantworten. Ich schätze mal nicht, dass es noch lange dauert. Ich bin jetzt hier und denke immer, ja, da kommt die nächste Katastrophe irgendwann. Mhm. Ja. Aber möchtest du noch leben? Ja, ich bin froh, dass ich noch nicht tot bin. Ja, also ich möchte noch ein bisschen leben, ja. Also mir hilft das unglaublich, dass alle meine Kinder, also ich habe 4 Kinder, dass die alle zu mir stehen und alle da sind. Also das hilft mir, dass ich da jetzt sage, ja, ich möchte noch nicht sterben, ich möchte noch ein bisschen leben, das auch erleben, was jetzt kommt. Bekommst du häufig Besuch? Ja, ich bekomme häufig Besuch, ja. Sehr gut. Fast jeden Tag. Also gestern war meine Tochter hier, meine kleine Tochter. Also die hat mir so Kopfhörer besorgt, so Bluetooth-Kopfhörer. Mhm. Und dann kann ich Musik streamen. Sehr gut. Okay. Ja, das ist cool. Das ist klasse. Okay. Ja, ja. Wissen die denn, dass wir heute so ein Interview machen? Ja, ja, das habe ich denen gesagt. Okay. Ja. Was haben die gesagt? Ja, okay, mach das, sage ich.
sagen die, aber die meinen ja, pass aber auf, das gucken Millionen Menschen. Ne? Also was einmal im Internet ist, das bleibt da auch. Ja, da haben sie auf jeden Fall recht. Das ist nun mal so. Ja. Also ganz liebe Grüße gehen natürlich raus an Hermanns Kinder. Bist du schon Opa? Ja. Ich habe zwei Enkel. Also der eine, der Kleine, der ist 1,5, 1¾. Und der Große ist schon 13. Okay. Ja. Dann hast du eine richtige Familie. Also das war gut. Mit dem ersten Enkel, da war ich ja noch körperlich fit. Mit dem konnte ich ganz, ganz viel machen. Also was man mit so einem Kind macht. Also wir sind dann zusammen klettern gegangen und Fußball spielen, was man halt macht mit dem Enkel, ne? Ja, muss ein Opa auch mitmachen. Ja. Gibt's irgendwas, wo du sagst, so, boah, das würdest du dir jetzt wünschen? Also, was du gerne jetzt noch machen willst? Ja, was mir sehr fehlt, ist, dass ich mit meinem kleinen Enkelsohn eben gar nichts mehr machen kann. Hm. Ich kann nicht mehr mit dem rumtoben und spielen und so, was ich gerne würde. Gibt es irgendwas, was du in deinem Leben gerne noch gemacht hättest, wo du sagst, boah, diesen Ort hätte ich mal noch besuchen müssen? Ja, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich sehr, sehr viele Dinge gemacht in meinem Leben. Da bin ich jetzt heute froh drüber, dass ich das gemacht habe. Also ich hatte, wo ich jung war, einen unbändigen Freiheitsdrang. Ich musste immer raus in andere Länder. Also mich hat nichts gehalten hier in Deutschland. Ich musste andere Länder sehen. Ja, ich bin viel gereist und bin ich froh drüber. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas verpasst habe, was ich jetzt noch unbedingt machen will. Sehr gut. Ja. Da hast du alles richtig gemacht, mein Lieber. Ja, also ich kann nur jedem raten, jedem jungen Menschen, dass er sein Leben in die Hand nimmt und dass er wirklich Dinge macht, auch Mut hat, ungewöhnliche Dinge zu machen. Also die nicht so 0815 sind, sondern versuchen, ein spannendes Leben zu führen, wenn es irgend geht. Ja. Ja. Was würdest du sagen, war der schönste Moment in deinem Leben? Das ist eine schwere Frage. Ne? Das war die Geburt von meinem ersten Sohn. Das Papa werden zum ersten Mal. Ja, zum ersten Mal Papa sein. Als ich diesen kleinen Wurm da in meinen Armen hatte, das war ein wirklich erhebendes Gefühl. Das war so fantastisch, ja. Ja. Gibt es irgendwas, wie du dich auf den Tod vorbereitest? Macht man sowas oder sagst du, ich möchte nichts vorbereiten? Ich denke da öfter dran, wie das wohl sein würde, wenn ich dann sterbe. Aber ich bereite mich nicht wirklich vor. Also ich fasse es dann so auf, als wenn der Tod eine Erlösung ist für mich, dann, wenn der kommt. Okay. Ja. Wie stellst du dir den Tod vor? Also ich kann es mir schwer vorstellen. Ich habe da nicht die nötige Fantasie. Macht dir das Angst? Es macht mir keine Angst denn für sich. Also jeder Mensch, der geboren wird, stirbt irgendwann mal. Mhm. Also das steht fest. Keiner lebt ewig, wie das dann bei mir sein wird. Ich hoffe, dass dann meine Kinder dabei sind. Das wünsche ich mir dann. Ja. Das wäre doch schön, oder? Ja. Aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert. Also ich schaue mal an, wie das alles wird. Okay, das heißt, du versuchst so ruhig wie möglich die Tage zu verbringen. Ja. Ja, ich werde hier fantastisch betreut, also die Menschen, die hier arbeiten. Das musst du jetzt auch sagen. Total großartig. Ne? Alles andere wäre jetzt, das musst du jetzt auch sagen. Also ich muss das ehrlich sagen, die sind so zuvorkommend, so freundlich mit mir, so aufmerksam. Also ich kann es schwer beschreiben. Also ich frage mich manchmal, wie ich das verdient habe, dass ich da so derartig gut behandelt werde, ne? Also, das ist schon großartig. Schau mal einer an. Und das denkt man gar nicht, wenn man an so einen Ort denkt, ne? Ja.
Ja, das ist schon enorm. Ich wusste auch nicht, was mich hier erwartet. Ich hatte keine Ahnung. Echt? Hast du wie ist das in einem Hospiz? Ne? Also hat es deine Erwartungen weit übertroffen? Weit übertroffen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so positiv ist hier. Schön. Ja, ja. Gibt es auch Momente, wo es dir schwerfällt, hier zu sein? Ja, die habe ich. Die habe ich natürlich. Da kreisen die Gedanken drum, dass ich körperlich so begrenzt bin jetzt. Und da sind schon so düstere Gedanken. Ich will mich da nicht verlieren drin. Ja. Ich bemühe mich, weil ich ganz genau weiß, wenn ich anfange, da jetzt trübsinnig zu werden, ich weiß ganz genau, das wird mich nicht wieder zurück oder weg vom Krebs bringen. Das hat alles gar keinen Sinn, zu jammern. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, das bereust du, das würdest du gern anders machen? Ja, ich habe schon etliche Fehler gemacht. Ich hatte eine völlig verrückte Beziehung. Also die war nicht gut, die war nicht gesund, die war idiotisch. Also die würde ich, heute würde ich sagen, das war die größte Dummheit, die ich je gemacht habe. Also hättest du früher beenden müssen, die Nummer? Ja, hätte ich früher beenden müssen. Hab's aber nicht gemacht. Tja. Ja. Okay, aber grundsätzlich wirkst du ja trotzdem sehr zufrieden mit allem. Im Großen und Ganzen schon. Unterm Strich, das zählt ja am Ende. Ja. Hermann, dann würde mich jetzt abschließend interessieren. Du hast super viel Lebenserfahrung und hast dich jetzt aber auch schon intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Ja. Und von solchen Menschen, glaube ich, können gerade wir jungen Menschen unfassbar viel lernen. Also was würdest du deinem 20-jährigen Ich oder 20-30-jährigen da draußen gerne mit auf den Weg geben? Ja, einfach dass er begreift, dass das Leben endlich ist. Sein Leben ist endlich. Von jedem Menschen das Leben ist endlich. Und also dass man das Leben als riesengroßes Geschenk sehen sollte. Dass der menschliche Körper ist so eine wunderbare Maschinerie. Es ist keine Maschinerie, das ist eine wunderbare Schöpfung. Und das ist so wertvoll, so unglaublich wertvoll, dass man sich eigentlich sich darauf achten sollte, also das auch so zu sehen, also dass man wirklich auch Respekt hat, also vor anderen Menschen auch. Also weil das Leben ist ein unglaubliches Geschenk und es ist ganz wichtig, das Leben als riesiges Geschenk zu sehen. Und also ein wunderbares Geschenk eigentlich. Das kann so spannend sein, das Leben. Ja. Und das wollte ich allen jungen Leuten so sagen, dass sie da Respekt haben vor jedem Leben, weil es so unglaublich vielfältig ist und Menschen sind so verschieden in allem, was sie tun. Und es ist so wichtig, zu anderen Menschen respektvoll zu sein. Das ist das Wichtigste, was man im Leben machen kann. Ja. Ja, aber das sind doch schon sehr viele, sehr wichtige Statements. Also ich glaube, dass das allen, die jetzt zugehört und zugeschaut haben, auch sehr nahe gegangen ist, weil wir haben dir heute zuhören dürfen und verstanden, in welcher Situation du bist, aber trotzdem auch gehört, wie groß dein Herz ist. Also es ist natürlich immer schwer, wenn man jung ist. Du weißt selber, wie das ist. Man hat vielen Quatsch auch im Kopf und möchte sich nicht so viel Gedanken über die Zukunft machen. Das geht vielen so. Aber so ein bisschen von diesem, was du gerade gesagt hast, das Leben zu schätzen, Respekt vorm eigenen Leben, der Gesundheit und Respekt vor den anderen zu haben. Ja. Wenn du hier in dieser Situation sagst, das ist dir das Wichtigste, was wir mitnehmen sollten. Ja. Ich glaube, dann könnten wir uns alle ein paar Gedanken darüber machen. Und Hermann, ich muss ehrlich sagen, ich habe großen Respekt vor dir,
wie du das heute gemeistert hast. Dankeschön. Ich weiß, dass die Kraft nicht so viel ist bei dir und deshalb danke ich dir doppelt, dass du heute alle Energie zusammengenommen hast, mich hier, mir meine Fragen zu beantworten. Ja. Ja, gut. Ja, Freunde, wenn ihr irgendeine Frage noch habt, dann dürft ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben. Man kann unter das Video so Fragen reinschreiben. Und genau, ich glaube, dass Hermanns Kinder ihm auf jeden Fall auch die Kommentare zeigen werden. Und dann kann er ein bisschen mitlesen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange zugeschaut habt. Und ja, wenn ihr selber mal mit dabei sein wollt, könnt ihr euch sicherlich bei Facebook bei mir melden. Schreibt mir einfach eure Geschichte und vielleicht seid ihr dann auch mal mit dabei. Freunde, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Jetzt dürfen wir noch winken. Ich weiß, da ist zwar keiner, aber du darfst auch noch winken, Hermann. Ja, okay, tschüss alle zusammen. Das ja. ist komisch, hier ist nur eine Kamera. Mach's gut, Freunde. Das war heute kein leichtes Gespräch für mich und trotzdem war es richtig schön. Ich glaube, wir konnten alle etwas mitnehmen für unser Leben und deshalb ein großes, großes Dankeschön an dich, Hermann. Als nächstes werde ich Ela treffen. Sie arbeitet in einem Hospiz, das heißt genau an diesem Ort, wo sie Menschen auf ihren letzten Metern begleitet. Und das Video wird am Mittwoch um 20.15 Uhr online kommen. Wenn ihr noch ein weiteres Video sehen wollt, ist hier eins von Funk eingeblendet und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Ciao, euer Leroy.